Heute wollen wir uns befassen mit dem harten Kern politischer Systeme. Und das sind nun einmal Regierung und Verwaltung. Wir müssen klären, was ist denn Regierung, was ist denn Regieren überhaupt? Wie schauen üblicherweise in gut organisierten Staaten die Strukturen von Regierungen aus? Was sind die Aufgaben, die sich beim Prozess des Regierens stellen? Was sind die Instrumente, was sind die Probleme des Regierens? Was prägt Regierungsprozesse? Und am Schluss schauen wir uns an die Rolle der Ministerialverwaltung. So, das politische System ist uns inzwischen wohl bekannt und wo die Regierung sitzt, ist ganz einfach. Das ist eben genau das zentrale politische Entscheidungssystem, dessen Inputzweige wir in Gestalt von Parteien und Verbänden uns ergründlich angesehen haben. Und wir blicken dann auch noch auf die Verwaltung als jenen im Zug der Systemevolution ausdifferenzierten Zweig des Staates, der dann möglich wird, wenn eine Gesellschaft so viel an Wirtschaft und an Wirtschaftsleistung hat, dass sie sich auch noch staatliches Personal, leisten kann. Warum überhaupt braucht es Regierungen? Eine klassische Antwort lautet, Regierungen braucht es überhaupt nicht. Menschen sind vernünftig, sie können ihre Affären selbst regeln. Das ist nicht verkehrt. In der Stunde über die Entstehung des Staates haben wir beschrieben, dass Menschen tatsächlich von Natur aus eine bestimmte Sozialität haben, die es ihnen ermöglichen, in Kleingruppen ohne jede Form, die wir heute als Regierung identifizieren würden, ihre Dinge zu regeln. In der allerersten Stunde habe ich Ihnen aber vor Augen geführt, dass eben im Zug des Wachsens menschlicher Gesellschaften, so vom Sippenverbund, auf den wir, wie soziobiologische Studien zeigen, adaptiert sind, von ungefähr 120, 140, 100 Leuten, ungefähr in dieser Größenordnung, die können wir sozusagen naturwüchsig steuern. Da brauchen wir keine sonderlichen Apparate, damit kann man intuitiv umgehen. Sobald aber menschliche Gesellschaften größer wurden, sobald dann mit der Sesshaftigkeit spätestens Arbeitsteilung auftrat, brauchten solche Gesellschaften mehr Koordinierung ihrer Einzeltätigkeiten. Es entstand im Zuge gesellschaftlicher Arbeitsteilung eben auch jene Form der Arbeitsteilung, in der Regierende von Regierten sich unterscheiden. Und jetzt können wir noch einmal die Probleme, deren Lösung willen Regieren und Regierungen entstanden, näher anschauen. Es gibt immer wieder in und zwischen Gruppen von Menschen Aufgaben, die man nur dann erfüllen kann, wenn hier und jetzt klar ist, was wird getan. Jagen wir heute das Mammut oder nicht? Verteidigen wir uns gegen diesen Völkerstamm oder nicht? Bauen wir nun eine Stadtmauer oder bauen wir keine? Machen alle mit, die wir brauchen, oder bloß jeweils die, die gerade Lust darauf haben? Immer wieder gibt es Aufgaben, in Bezug auf welche klar sein muss, ob sie jetzt erfüllt werden oder nicht und wo man notwendigerweise auch Zwang ausübt, um diese Aufgaben zu erfüllen. Der Begriff für solche Aufgaben, der sich im deutschen Sprachraum durchgesetzt hat, lautet, es gibt einen Bestand an öffentlichen Aufgaben, an Dingen, die nicht Privatleute jeweils für sich tun und zauberhafterweise entsteht dann das Gemeinwohl, sondern Aufgaben, die von einer übergeordneten Stelle, die die Einzelnen in der Gesellschaft zum gemeinsamen Tun veranlassen kann, die von dieser zentralen Stelle aus angepackt werden. Und Beispiele sind Vorsorge für gleich welche Notfälle, Umweltkatastrophen, Seuchen und so weiter, Planung auch von größeren Infrastrukturprojekten, Förderung, etwa des Ausbaus von Solarenergie, Überwachung, etwa dass bestimmte Umweltvorschriften eingehalten werden, Krisenbewältigung, derer es ja manche gibt, aktuelle Gefahrenabwehr, wenn etwa die österreichische Feuerwehr in Bayern einmarschieren sollte. So, es kann in solchen Lagen irgendjemand dafür zuständig sein, die Initiative zu ergreifen. Denn üblicherweise, wenn es so eine Krise gibt und selbst wenn es sich nur um einen Menschen, der in der Straßenbahn umkippt, handelt, schaut ein jeder, wer von den anderen denn sich jetzt um diesen Verunfallten kümmern würde. Und so geht es mit vielen Sachen. Hahnemann, geh du voran. Das kann ab und zu sinnvoll sein, häufiger ist es nicht sinnvoll. Und deswegen hat es sich in der Praxis bewährt, dass man festlegt, wer dann die Initiative ergreifen muss, wenn eben jemand verschiedene Leute dazu veranlassen muss, dass gemeinsam etwas gemacht wird, gibt es dann keinen oder keine, dann droht oft das Zerfallen oder im Kriegsfall das Besiegtwerden einer Gruppe. Der Name dafür wiederum, der Fachbegriff lautet Prärogative.
Es kann in Gruppen so organisiert sein, dass jemand die Pflicht hat, die Prärogative zu ergreifen. Das Ganze kommt aus dem römischen Senat und seinem Abstimmungsverhalten. Jene, die zuerst abstimmten und folglich festlegten, ich bin dafür, ich gehe in die Ecke des Senatssaals, alle, die dagegen sind, gehen in jene. Und irgendjemand ergriff die Initiative, in diese oder in jene Ecke zu gehen. Das war der Prärogativus, jener, der als erster abstimmte, jener, der die Richtung vorgibt. Und sowas braucht es in vielen Gruppen von Menschen. Fazit: Regierung sind bzw. Regierung üben aus jene, die in einer Gruppe von Menschen das Recht haben bzw. die Pflicht haben, in einer gegebenen Lage die ihnen als richtig erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen. Jene, die gelobt werden, wenn das, was sie getan haben, genutzt hat. Und jene, die man beschimpft, absetzt oder köpft, je nach Zeitumständen, wenn sie etwas getan haben, was sich als unzweckmäßig oder gar als falsch erwiesen hat. Also Regierung ist auch eine Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Politik selbst entsteht ja schon als praktizierte Regierung. Und sobald Regierung aber stabil da ist, kommt ja auch alles das ansetzen, was wir in den Stunden über Verfassungsstaatlichkeit besprochen haben. Sobald verlässlich Macht ausgeübt wurde, gab es eine Chance, systematisch solche Institutionen zu ersinnen und zu implementieren, welche diese Macht dann wirksam kontrollierten und begrenzten. Regierung ist, und nun kommt wieder eine dieser Definitionsformeln, die uns helfen, die einzelnen Aspekte eines komplexen Phänomens gut vor Augen zu haben. Regierung ist nicht einfach das, was man im deutschen Sprachraum leicht damit verbindet. Regierung ist die Exekutive, von Lateinisch eben etwas ausführen, welche die Anordnungen eines anderen, etwa der Legislative, der gesetzgebenden Körperschaft ausführt. Das ist ein Missverständnis von Regierung. Regierung ist vielmehr in einer halbwegs stabilen und ausdifferenzierten Herrschaftsordnung jene Institution, welche die umfassende politische Führungsrolle ausübt. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man auch zu Recht ein Unwohlsein damit haben kann, dass Deutschland zu manchen Zeiten monatelang keine feste neue Regierung findet, weil man den Eindruck hat, irgendjemand müsste ja den Hut aufhaben und dafür sorgen, dass dieses Land eine halbwegs kohärente Politik betreibt. Also Regierung ist jene Institution, welche die umfassende politische Führungsrolle ausübt und der somit legitimerweise die Gesamtleitung aller staatlichen Tätigkeiten zukommt. Regierungen führen nicht einfach aus, was andere ihnen vorgeben. Regierungen leiten die Gesamtheit der staatlichen Tätigkeiten. Natürlich im Zug von Arbeitsteilung. Auf globaler Ebene merkt man die Probleme, die sich dann ergeben. Auch dort muss immer wieder Initiative ergriffen werden, um Frieden zu sichern, Gefahren abzuwehren, gleich was. Dort gibt es aber keine solche Institution. Dort gilt es irgendwie miteinander gemeinsam etwas an Problemen zu lösen, ohne dass es ein festgefügtes System der Herrschaftsordnung mit erwartbaren Zuständigkeiten und Handlungskompetenzen und Handlungspflichten gäbe. Und die Frage lautet dann schon, welche Hebel zur Problemlösung hat man eigentlich, wenn es keine staatlichen Tätigkeiten zu leiten gibt? Tja, da muss man versuchen, Regeln aufzubauen. Das nennt sich dann rechtstechnisch Gründung internationaler Regime und das Betreiben internationaler Regime. Da muss man sich auf Verhandlungen einlassen. Und da muss man seine Muskeln spielen lassen, das heißt Macht ausüben. Und sei es nur so, wie man Macht durch das Vorzeigen von Folterwerkzeugen ausübt. Wirtschaftliche Macht bis hin zur militärischen Macht. Und nachdem inzwischen, um ein Beispiel zu geben, nicht mehr China vom Rest der Welt abhängig ist, sondern der Rest der Welt von China, braucht China bloß sagen, man betrachtet dieses und jenes Verhalten als fehlerhaft. Und wer Fehler macht, muss für die Fehler bezahlen. Wollt ihr für Fehler bezahlen, die ihr auch vermeiden könnt? Antwort: Nein. Dann macht bitte keine Fehler. Und es geschieht so, wie die chinesische Führung es will. So etwas nennt sich ganz in der chinesischen Tradition Harmonie. Die Welt wird harmonisch gemacht durch die Vorauswirkung von Macht, durch das Abwenden von Auswirkungen, von Machtausübungen, die man lieber vermeidet, weswegen man vorauseilend kuscht. Und kuschen kann ab und zu eine rationale Verhaltensmöglichkeit sein. Befragen Sie jene, die 40 Jahre DDR im Erwachsenenalter erlebt haben. Das war oft das Kuschen nämlich rationaler, als nach Bautzen zu gehen.
Was sind die Aufgaben einer Regierung? Die Regierung hat im Wesentlichen zwei Gruppen von Aufgaben. Die eine nennt man die Steuerungsfunktion. Das ist Regierung als allgemeine politische Führung. Und hier eben ist die Pflicht zur Prärogative da, nämlich zu handeln, wann immer Handeln geboten ist. Der zweite Aufgabenblock von Regierungen ist die Durchführungsfunktion, nämlich die Anwendung und Durchsetzung jener allgemein verbindlichen Regeln und Entscheidungen, die ein politisches System gemäß den in ihm implementierten Spielregeln, etwa bei der Gesetzgebung, hervorgebracht hat. Genau das hier ist dann Regierung als Verwaltungsführung und das, was man gemeinhin unter Exekutive versteht. Wer also Regierung nur als Exekutive begreift, der begreift nur die Hälfte der Aufgaben von Regierung und ehrlich gesagt nur die weniger wichtige Hälfte. Blicken wir auf einige Formen von Regierung. Hier ist die Unterscheidung nützlich, die der Regierung im formalen Sinn, die Regierung im materiellen Sinn, im tatsächlichen Sinn gegenüberstellt. Im formalen Sinn ist Regierung eine Institution oder ein Organ, das regiert. Das kann ein Staatsoberhaupt sein, wie der britische Monarch, in dessen Namen alles Regierungshandeln sich tut. Das kann auch ein Staatspräsident sein mit seinen Vertrauenspersonen, die ihm tatsächliche Macht zuwachsen lassen, wie im amerikanischen Fall. Regierung kann auch sein ein Kabinett, das von einer Verfassung vorgesehen ist, ein Kabinett, das entweder dem Staatsoberhaupt verantwortlich ist oder dem Parlament verantwortlich ist, wie im parlamentarischen Regierungssystem, oder beidem verantwortlich ist, wie in hybriden Regierungssystemen, also semipräsidentiellen bzw. semiparlamentarischen. Und perfekt ist sozusagen ein Staat eingerichtet, wenn die Regierung im formalen Sinn auch Regierung im materiellen Sinn ist. Denn dann hat man die ganze rechtliche und institutionelle Maschinerie, um jene, die regieren, auch der Gewaltenteilung und idealerweise der demokratischen Rückkopplung an die Zustimmungsbereitschaften der Bevölkerung zu binden. Man kann aber auch einen Staat anders einrichten, wo nämlich jene, die formal regieren, tatsächlich nicht die eigentliche Macht innehaben. Es ging zum Beispiel in der Aufklärungszeit die Rede davon, dass die europäischen katholischen Fürsten gar nicht regierten. Regieren würden ihre Beichtväter, meistens aus dem Jesuitenorden stammend, die ihnen vorschrieben, welche Politik allein sie vor dem ewigen Feuer der Hölle bewahren würde. Deswegen eines der großen Ziele der Aufklärung war, den Jesuitenorden zu verbieten, um die katholische Geheimorganisation im Hintergrund der katholischen Fürstenhöfe aus dem Verkehr zu ziehen. Und tatsächlich wurde dann der Jesuitenorden für einige Jahrzehnte lang verboten. Also wer sind jene, die wir als Regierung im materiellen Sinn bezeichnen? Jene sind das, die das Handeln der Regierung im formalen Sinn anleiten. Etwa wurde die Regierung der DDR angeleitet vom Politbüro und vom Zentralkomitee der SED. Und so war es in allen sozialistischen Staaten, oder gehen Sie in die Islamische Republik Iran. Das, was der Staatspräsident tut, wird im Wesentlichen vom Revolutionsführer angeleitet und überwacht. Die tatsächliche Macht, das tatsächliche Regieren, liegt nicht beim Staatspräsidenten, der hat einen relativ kleinen Spielraum. Das tatsächliche Regieren liegt beim Revolutionsführer und beim Wächterrat. Und wenn wir nur einen formalistischen Begriff von Regierung haben, dann verstehen wir nicht, wie solche politische Systeme funktionieren. Selbst wenn jemand Staatsoberhaupt oder Regierungschef heißt, kann er ziemlich machtlos sein. Unsere Aufgabe als Politikwissenschaftler ist es, darauf zu achten, wer tatsächlich die Macht innehat. Und wenn Sie in manche afrikanischen Staaten gehen, zur anderen Zeit in manche südamerikanischen Staaten, dann merkte man, dass die eigentliche Regierung bei internationalen Konzernen oder bei Geheimdiensten großer Mächte lag. Das ist dann auch Regierung im materiellen Sinn. Und die formale Fassade ist lediglich vorgeblendet. Ideal ist es freilich, wenn materielle und formale Regierung dasselbe sind, dann haben wir Transparenz, dann haben wir die Möglichkeiten, die Regierung verlässlich zu kontrollieren. Wie schaut nun so eine Regierung aus, die institutionell halbwegs ausdifferenziert ist? Naja, Regierung, wie wir sie heute kennen, in ausdifferenzierten Systemen entsteht als ein Beratungsgremium von Monarchen. In Europa verfestigt sich der Staat als monarchischer Staat, nachdem die Monarchen sich gegenüber dem Feudaladel durchgesetzt hatten, deren Machtträger in den Parlamenten, in den Ständevertretungen saßen.
Nachdem Fürsten, Monarchen sich also von ihren nachgeordneten Adligen weitgehend frei und unabhängig gemacht hatten, verließen sie sich zum Regieren auf Berater, die sie selbst bestellten und die sie oft auch mit exekutiver Macht versahen. Nicht gelang das in England, weil dort das Parlament sich in den Krieg mit der Krone einließ, den Krieg gewann und seitdem die Krone eben vom Parlament abhängt und nur noch herrscht, nicht länger aber regiert. Auf dem Kontinent war es anders. Die französische Krone schaffte es etwa ungefähr 160 Jahre lang, die Ständevertretung gar nicht einzuberufen und aus eigener Machtvollkommenheit sich mit Beratern zu umgeben und den Beratern dann auch die von ihnen gewünschten exekutiven Möglichkeiten einzuräumen. Regierungen können dann in dieser Rolle verbleiben, wie es etwa im altertümlichen Regierungssystem der USA der Fall ist. Der dortige Monarch, vom Volk gewählt und Präsident genannt, beruft sich ein Beratergremium und das sind dann die Minister. Aber sie tagen nur selten als Kollektivgremium und es ist der Präsident, der das Regierungshandeln leitet. Es sind nicht seine Sekretäre. Es kann aber sein, dass sich so ein Kollegialorgan zu einer eigenständigen Institution vom Staatsoberhaupt emanzipiert, die eben auch verfassungsrechtlich eine eigene Rolle hat und, sobald sie sich auf Parlamentsmacht stützt, durchaus Gegenmacht zum Monarchen entfalten, ja vom Monarchen unabhängig werden kann. Ich habe Ihnen das mehrfach am Beispiel des britischen Regierungssystems vor Augen geführt. Und im letzteren Fall, wo aus einem ursprünglichen Beratungsorgan eines Monarchen eine eigenständige Organisation, ein eigenständiges Gremium wird, da kann sich so ein Gremium namens Regierung verschiedene Strukturprinzipien zulegen, die wir in der deutschen Rechtssprache wie folgt bezeichnen. Das eine ist das sogenannte Kollegialprinzip. Das heißt, alle Mitglieder der Regierung, fortan Minister zu nennen, sind gleich an Recht und insgesamt beschließen sie, idealerweise mit Mehrheit, was denn der Staat beim Regieren tun soll. Es gibt das Ressortprinzip, das meint, dass jeder Minister den ihm übertragenen Zuständigkeitsbereich in eigener Verantwortung leitet. Dass also nicht ein anderer Ministerkollege in seinen Geschäftsbereich hineinregieren kann. Jeder ist dann entweder dem Staatsoberhaupt oder dem Regierungschef oder dem Parlament oder einer Mischung alledem für die eigene Geschäftsführung im eigenen Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Und das dritte Prinzip, das diesen Namen nur in Deutschland trägt, in England heißt es Prime Ministerial Government und in anderen Staaten heißt es entsprechend anders. Bei uns heißt es das Kanzlerprinzip und das meint, es gibt ein hervorgehobenes Regierungsmitglied, nicht identisch mit dem Staatsoberhaupt, sondern einfach die Kernfigur der Institution namens Regierung. Jene Kernfigur, die etwa wie im Fall der deutschen Ministerpräsidenten oder des deutschen Bundeskanzlers sogar selbst bestimmt, wer Minister wird. Freilich mit letzter Entscheidungsgewalt nur hinsichtlich der eigenen Partei und gemäß deutschem Verfassungsbrauch nicht mit dem Recht, die Minister der Koalitionsparteien selbstständig zu benennen. Dann darf man nur vorschlagen, was ein Koalitionspartner einem genannt hat, als vorzuschlagen, dem Minister mit Strittigkeit, wie weit Vetomöglichkeiten des Kanzlers oder Regierungschefs gehen. Und diese drei Prinzipien, Kollegial-, Ressort- und Kanzlerprinzip, lassen sich auch miteinander verbinden. Aber das ist dann häufig so, wie wenn man verschiedenen Vögeln die Federn ausreißt und zusammenbindet. Sehr selten entsteht dann wirklich ein flugfähiges Viech. Da gibt es Unstimmigkeiten und es läuft in der Praxis nicht rund. Wie schaut die Leitungsstruktur einer Regierung aus? Sollten Sie eines Tages dem jugendlichen sächsischen Ministerpräsidenten nachfolgen, wissen Sie, auf was für Tätigkeitsfelder Sie sich dann einlassen müssen. Was ist das? Ausnahmsweise mal nicht die Gesellschaft. Da sind die Verwaltungsbehörden eines Staates, die von irgendjemandem ja angeleitet werden müssen, wenn es eine verantwortliche Regierung geben soll. So, und diese nachgeordneten Verwaltungsbehörden, die können hineinreichen direkt in die Regierung oder sie können unterhalb der Regierung bleiben oder es kann zwischen den nachgeordneten Verwaltungsbehörden und der Regierung einen Missing Link geben, wo sich nämlich der Staat lediglich anleitend um bestimmte Verwaltungstätigkeiten kümmert. Wir hatten das schon besprochen, als wir über die sogenannten belehnten Verbände sprachen, die ihrerseits im Auftrag des Staates staatliche Aufgaben übernehmen, etwa in Deutschland im Bereich der Ausbildung von Handwerkern.
der Freisprechung von Gesellen und der Verleihung von Meisterbriefen, wo nicht der Staat sich in die berufliche Ausbildung einmischt. Da hört sozusagen das staatliche Tun dort auf, wo Verbände wie Handwerkskammern vom Staat belehnt werden mit bestimmten Aufgaben. Der übliche Fall ist aber, dass alles, was in einem Staat an Verwaltung da ist, von irgendeinem Ministerium angeleitet wird. Sauber gegliedert oder unsauber gegliedert nach den inhaltlichen Gegenständen, um die es geht. Also, alle Verwaltungsbehörden haben ein Gegenstück in irgendeinem Ministerium. In den Verwaltungsbehörden wird sozusagen gearbeitet und im Ministerium wird die Arbeit angeleitet, wird geführt, wird geleitet. Darum unterscheidet man Arbeitsebene und Leitungsebene. Aber nur ein Simpel wird auf die Idee kommen, dass etwas zu leiten keine Arbeit macht. So, wie schaut es jetzt in den Ministerien aus? An der Spitze der Ministerien stehen die Minister. Ja, das hätten wir uns noch nicht gedacht. Stehen die Minister, diese Minister werden zusammengehalten und dort, wo das Kanzlerprinzip gilt, sind sie tatsächlich nachgeordnet und im gewissen Sinn unterstellt, im Rahmen des Ressortprinzips freilich nur, dem Regierungschef. Und die Minister und der Regierungschef, das ist das Kabinett, wie es gemäß der Herkunft aus den Beraterkreisen von Monarchen immer noch häufig heißt, das ist das Kabinett. Wie stellt der Regierungschef sicher, dass die Minister in ihren Ressorts nicht einfach tun, was sie wollen und er, der Regierungschef, immer erst aus der Zeitung erfährt, welche neue Initiative die Sozialministerin auf den Weg gebracht hat? Ja, das geht so, dass man eine Regierungszentrale hat, unter verschiedenen Namen, die sozusagen spiegelbildlich zur Regierung aufgebaut ist. Für jedes Ministerium gibt es eine eigene Einheit in der Regierungszentrale. Solche Einheiten nennt man in Deutschland verwaltungstechnisch Referate. Jedes Ministerium hat ein für es zuständiges Referat in der Regierungszentrale, wo sozusagen die Tätigkeit des Ministeriums gespiegelt wird. Darum spricht man von Spiegelreferaten. Und über diese Spiegelreferate hat der Regierungschef die Möglichkeit, stets genau informiert zu sein über das, was sich in den Ministerien tut, und rechtzeitig Einfluss zu nehmen auf das, was die Minister in den Ministerien tun. Wie schauen denn nun die Ministerien aus? Und ich zeige es Ihnen am deutschen Fall. In anderen Staaten läuft das unter anderen Begriffen im Grunde ziemlich gleich. Darum reicht hier die exemplarische Betrachtungsweise. Das hier sind die sozusagen wichtigsten Bestandteile eines Ministeriums. Ein Ministerium zerfällt in Abteilungen. Die Abteilung 1 ist immer so eine Grundsatzabteilung für Politik, Programm, Personal und so weiter. Und je nach den Aufgabenbereichen gibt es 1 bis, weiß der Teufel, wie viele Abteilungen. Manche Ministerien haben 10, manche 12 Abteilungen, manche haben 4. Das hängt vom Aufgabenumfang eines Ministeriums ab. Was tut sich in den Abteilungen? Ja, die Abteilungen bestehen aus den vorhin schon benannten Referaten. In den Referaten ist die Arbeit, die eine Abteilung zu leisten hat, aufgegliedert wiederum nach Sachgebieten. An der Spitze des Referats steht immer ein Referent, nicht zu verwechseln mit einem Referendar, das ist ein auszubildender Lehrer, auch nicht zu verwechseln mit einem Vortragenden, das ist der Boss des Kernelements einer öffentlichen Verwaltung, nämlich eines Referats, und dem Referatsleiter, und da stehen dann ihrerseits die Referenten, von denen ich jetzt etwas vorzeitig sprach. Das ist der Referatsleiter, der leitet unterschiedliche Referenten an, 3 oder 13, je nachdem, wie viel in einem Referat zu erledigen ist. Diese Referenten sind durchaus hochbezahlte Beamte, in der Regel bezahlt in der Größenordnung des Leiters eines Gymnasiums. Das ist ungefähr die Gehaltsstufe von denen. Und diese Referenten haben dann, was sie brauchen, eine Sekretärin und weiß der Teufel was. So, in den einzelnen Abteilungen gibt es natürlich jeweils einen Abteilungsleiter und diese Abteilungsleiter unterstehen dem obersten Beamten eines Ministeriums, das ist der Beamte, der Staatssekretär. Das ist ein Karrierebeamter und der erreicht in dieser Funktion den Gipfel seiner beruflichen Laufbahn. Das sind mit allen Wassern geschlagene Verwalter und Politiker. Die kennen sich wirklich aus. Und natürlich hat so ein Beamter, der Staatssekretär, ein persönliches Büro, hat einen Chauffeur und einen persönlichen Referenten und eine Sekretärin und was er sonst noch braucht, um glücklich zu sein. Der Beamte, der Staatssekretär, ist aber zwar der Chef sämtlicher Beamter im Ministerium, er untersteht aber natürlich, weil wir ja
nicht wollen, dass eine Verwaltung sich selbst führt, sondern in einer Demokratie von solchen Leuten geführt wird, die ihrerseits dem Parlament verantwortlich ist, jenem Parlament, das über die in ihm agierenden Parteien der Bürgerschaft verantwortlich ist. Deswegen unterstehen die beamteten Staatssekretäre den Ministern, die ihrerseits, wie in der Stunde über Parlamentarismus beschrieben, abhängig sind von der Zustimmungsbereitschaft der eine Regierung tragenden Fraktionen im Parlament, die ihrerseits, wie am letzten Sonntag beim Sonderparteitag der SPD sichtbar wurde, mit großer Sorgfalt darauf achten, ob eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei eher nutzen oder eher schaden würde. Ein Minister hat natürlich auch ein persönliches Büro mit Chauffeur und persönlichem Referenten und Sekretärinnen und was man eben auch hier so braucht, um glücklich zu sein. Eingeführt hat man in verschiedenen politischen Systemen, auch im deutschen Regierungssystem, die Funktion des parlamentarischen Staatssekretärs. Das ist wohlgemerkt in Deutschland ein Parlamentarier, ein Abgeordneter, der in ein Ministerium hineingeschickt wird, um den Minister, ja was denn, bei rein zeremoniellen politischen Anlässen zu entlasten. Wann immer ein Verkehrsminister ein Band zu durchschneiden hat, um einen Autobahnabschnitt zu eröffnen oder den Neubau einer öffentlichen Verwaltung einzuweihen, schickt er seinen parlamentarischen Staatssekretär hin. Das ist die erste Funktion, Entlastung des Ministers bei Sachen, die nur schön aussehen und nicht wirklich wichtig sind. Zweitens, parlamentarische Staatssekretäre sind im deutschen Regierungssystem, in anderen Systemen ist das etwas anders gehandhabt, Wachhunde. Denn ein Regierungschef wird in ein von seinem Koalitionspartner geleitetes Ministerium einen parlamentarischen Staatssekretär von seiner Partei schicken. Und der kleine Koalitionspartner wird sich ausbedingen, dass er in möglichst viele Ministerien, die vom größeren Koalitionspartner geleitet werden, einen parlamentarischen Staatssekretär von sich schicken kann. Die dritte Funktion von parlamentarischen Staatssekretären habe ich Ihnen schon beschrieben, glaube ich, als ich über Regierungsbildung sprach. Über diese Posten kann man ein Kabinett politisch ausbalancieren. Wenn eine Partei im Verhältnis zu ihrer parlamentarischen Größe zu wenige Minister bekommen hat, kriegt sie halt 2 oder 3 parlamentarische Staatssekretäre mehr. Und viertens und letztens gratifiziert man mit diesen Posten verdiente Abgeordnete, die es nicht, aus welchen Gründen auch immer, zum Minister schaffen. So, natürlich hat der parlamentarische Staatssekretär einen persönlichen Referenten und einen Chauffeur und eine Sekretärin und alles, was er sonst auch noch zum Glücklichsein braucht. Und jetzt Achtung, jetzt müssten wir im Ministerium, dessen Aufbau ich Ihnen vor Augen geführt habe, 3 Bereiche unterscheiden. Der blaue Bereich, das ist der rein parteipolitische Bereich. Und jetzt komme keiner und fange zum Lamentieren an, das ist doch furchtbar, dass an der Spitze einer Regierung Parteipolitik gemacht wird. Meine Lieben, das ist der Zweck von parlamentarischer Demokratie, dass im Bereich der Regierung nicht das getan wird, was irgendwelche Regierenden wollen, sondern dass das getan wird, was jene, die vom Volk den Regierungsauftrag bekommen haben, wünschen. Und das sind nun mal die politischen Parteien. Deswegen werden sämtliche Ministerien in sämtlichen vernünftigen Demokratien parteipolitisch angeleitet. Der rote Bereich, das ist das, was man in Deutschland nennt, den Bereich der politischen Beamten. Das sind Beamte, keine Politiker. Aber die Definition eines politischen Beamten in Deutschland, und anderswo klingt das nur etwas anders, läuft aber auf das Gleiche hinaus, die Definition von politischer Beamter ist, wer jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Minister in den Ruhestand versetzt werden kann, ist ein politischer Beamter. Das sind also jene Beamten, von denen man sich als Politiker jederzeit trennen kann, weil man an ihrer politischen Loyalität zweifelt, weil man eine andere Politik machen will, als sie bislang vom Haus gemacht worden ist, unter wichtiger Mitwirkung der wichtigsten Beamten dort, oder weil einem einfach die Nase nicht passt. Die jetzige Bundeskanzlerin begann ihren politischen Aufstieg unter anderem dadurch, dass sie als junge Umweltministerin ins Umweltministerium versetzt, dort auf einen Staatssekretär traf, der Papst der deutschen Umweltpolitik war. Und er dachte, dieses Mädchen, das der alte Kohl ihm da vor die Nase setzt, das bringt er schon noch auf den richtigen Kurs. Nach kurzer Zeit hat die Ministerin Merkel diesen Staatssekretär entlassen und sich einen gesucht, der das tat, was sie wollte.
Und seitdem wussten viele Mannsbilder, woran sie bei dieser Frau sind. Das ist also der Bereich der politischen Beamten, und das ist genau die Scharnierstelle zum gelben Bereich. Das ist der Bereich der normalen Ministerialbeamten, das ist die sogenannte Arbeitsebene, und das insgesamt grün unterlegte ist die Leitungsebene. Politische Beamte sind im deutschen Regierungssystem die Staatssekretäre und die Abteilungsleiter. Ab dort muss man nach den Wünschen des politischen Herrn agieren. Natürlich mit Sachverstand, sonst wird man zu Recht gefeuert. Aber das ist genau die Stelle, wo die Politik ihre Vorstellungen in die Ministerialverwaltung hinein durchsetzt. In diesem blauen Bereich, blau-grünen Bereich der Leitungsebene, wird Regierung fassbar als politische Führung, und auf der Arbeitsebene wird Regierung fassbar als Verwaltungsführer. Im gelben Bereich ist Regierung Exekutive, im grün hinterlegten Bereich ist Regierung politische Führung mit den dafür notwendigen und ausdifferenzierten Strukturen. Was haben nun die Leute, die da in der Regierung sitzen, zu tun? Jene unter Ihnen, die eines Tages Minister werden, die erinnern sich bitte an diese Vorlesung und kramen diese Folie heraus. Hier steht, was Sie während der wahrscheinlich ungefähr 4, 5 Jahre Ihrer Amtsführung, denn das ist die durchschnittliche Verwaltzeit von deutschen Ministern im Amt, was Sie in den nächsten 4 bis 4,5 Jahren zu tun haben. Erstens muss ein Minister die Regelungsmaterien seines Hauses kennen und die realen Funktionszusammenhänge des Teils der Wirklichkeit kennen, den er oder sie als Minister mitzugestalten hat. Da muss man sich einarbeiten. Und deswegen gilt in fast allen freiheitlichen politischen Systemen die Regel, ein Minister kriegt 100 Tage Zeit, um sich einzuarbeiten. Anschließend muss es können, oder man muss zeigen, dass es nicht kann und folglich besser wieder entlassen wird. Das Zweite, und das ist es, was den Minister anfängt, von seinen erfahrenen Spitzenbeamten zu unterscheiden, mit denen er an Sachkenntnis ohnehin niemals konkurrieren kann. Schauen Sie, so ein Beamter, der Staatssekretär, der macht das Geschäft seines Ministeriums seit 15, 20 Jahren, seit 25 Jahren vielleicht, seitdem er eingetreten und aufgestiegen ist. So gut kann das niemals ein Politiker können. Deswegen braucht er eben Loyalität seiner ihm an Sachkenntnis weit überlegenen Mitarbeiter. Aber das Besondere am Ministersein beginnt damit, dass ein Minister Überblick zu aktuellen Problemlagen haben muss und Reaktionsbereitschaft haben muss. Ein Minister muss die Initiative ergreifen. Wenn es eine Umweltkatastrophe gibt, dann muss der Innenminister, und sei es mitten in der Nacht, aus dem Bett springen und anfangen, seine nachgeordneten Behördenleiter zusammenzutrommeln, einen Krisenstab zu bilden, um etwas zu tun. Das Dritte, was ein Minister machen muss, ist, seine Mitarbeiter im Ministerium zu führen. Die schwache, und auch im Doppelsinn des Wortes, schwache Form der Führung besteht darin, dass jemand sagt, ich bin der Boss, ihr seid meine Untergebenen und ich schaffe euch an, was ihr tut. Das wird nicht lange gut gehen, weil es auch etwas Herabwürdigendes hat, so mit Mitarbeitern umzugehen. Wie ein Minister führen muss, deren Sachkompetenz seinen Mitarbeitern unterlegen ist und die ihn jederzeit auflaufen lassen können, wenn sie wollen, das ist dadurch, dass er erstens sich selbst Sachkompetenz erwirbt, dass er zweitens auf Rat hört und ihn befolgt und dass er drittens hinter seinen Mitarbeitern steht, wenn der Rat falsch gewesen sein sollte oder wenn Fehler im Ministerium aufgetreten sein sollten. Intern muss aber schon klar machen, dass er der Chef ist, dass er oder sie sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Zuhören, Loyalität, aber beides eben auch als Zweibahnstraße. Die Mitarbeiter müssen auch loyal sein, und sind sie es nicht, dann werden sie entweder gefeuert auf der Leitungsebene oder kaltgestellt bzw. degradiert im Arbeitsbereich. Und das Ganze muss man mit einer Grundhaltung der Freundlichkeit verbinden, denn nur dann arbeiten die Leute gerne für ihren Minister als ihren Chef. Und das kann nicht jeder. Auf diese Weise zu führen, braucht ein Maß an sozusagen innerer Stärke,
das so mancher nach langen Verletzungen im politischen Aufstiegskampf nicht mehr hat. Auch deswegen scheitern viele Minister an ihren Häusern. Seitens der hohen Ministerialbürokratie ist ohnehin folgender Satz üblich: Uns ist es ganz egal, wer unter uns Minister wird. Den überleben wir auch. Und sei es aktiv. Die dritte Aufgabe eines Ministers besteht im Kontakt halten, also Netzwerk aufbauen, Vernetzungsfunktion, Kontakt halten mit natürlich den anderen Ministern und dem Regierungschef. Wer nicht gut mit dem Finanzminister zusammenwirkt, ja, der wird nicht erfolgreich sein. Und natürlich muss man mit dem Regierungschef gut zusammenwirken, denn im Konfliktfall braucht man seine Unterstützung. Und wenn im eigenen Ministerium etwas schieflaufen sollte und ich habe kein gutes Verhältnis zu meinem Regierungschef und das Ganze wächst sich zu einer Autoritätskrise der ganzen Regierung aus, ja, dann wird der Regierungschef mich feuern und wird sagen, der Patzel ist nicht in der Lage, dieses Ministerium zu führen. Tut uns leid, wir müssen ihn ersetzen. Nach außen wird er es verkaufen, dass dieser Patzel kurzfristig gesundheitliche Probleme bekommen hat und deswegen zum großen Bedauern von ihm aus dem Regierungschef seinen Hut zu nehmen gesonnen hat und alle Bemühungen, ihn aufzuhalten, wären leider, leider vergeblich gewesen. Man bemühe sich mit einiger Verzweiflung, einen angemessenen Ersatz zu finden. So müssen Sie manche Rücktritte lesen. So müssen Sie manches lesen, was Sie auf Seite 3 der FAZ an interner Berichterstattung, nee, Seite 4 ist es bei der FAZ, aus dem Innersten des Regierungsapparates immer wieder lesen. Der Minister muss Kontakt halten mit den fachlich wichtigen Parlamentariern, also den Fachpolitikern der Arbeitskreise auf dem Zuständigkeitsbereich seines Ministeriums und natürlich mit allgemein wichtigen Parlamentariern, Landesgruppenvorsitzende, Fraktionsvorsitzende. Der Minister muss guten Kontakt halten mit der eigenen Partei. Es ist ja die eigene Partei, die Vertrauen auf ihn setzt. Es ist die eigene Partei, deretwegen allein er überhaupt so weit aufgestiegen ist, dass er Minister werden konnte. Die Partei muss sich in ihren Ministern wiedererkennen. Sonst sind sie die längste Zeit Minister gewesen. Er muss Kontakt halten mit den einschlägigen Interessenverbänden. Ein Bundesarbeitsminister, der nicht mit den Gewerkschaften, der nicht mit den Arbeitgeberverbänden gut zusammenwirken könnte, könnte sein Amt niemals richtig versehen. Ein Innenminister, der nicht mit dem Beamtenbund gut kann, ist eine lahme Ente. Und es ist ja legitim, dass Interessenverbände die von ihnen vertretenen gesellschaftlichen Interessen ins politische System einbringen. Und die Ministerien sind nun mal die zentralen Anlaufstellen des Verbandseinflusses. Ein Minister muss intensiven Kontakt halten mit Medien und der Öffentlichkeit. Er muss, wann immer er etwas Gutes mitzuteilen hat, es möglichst publikumswirksam mitteilen. Die Grundregel von Politik unter den Medienbedingungen der Demokratie lautet: Tue Gutes und rede darüber. Wenn du was Falsches getan hast, erfinde irgendwas Gutes, worüber du reden kannst und rede dann darüber. Ein Minister muss durchaus gerne in Talkshows gehen und dort Bella Figura machen. Das macht ihn bekannt. Dann sagen die Leute, ja mein Gott, ich verstehe ja gar nicht, wovon er redet, aber der Mann oder die Frau ist unzweifelhaft unglaublich gescheit. Dem steht hoffentlich noch eine große Karriere bevor. So baut man Unterstützungsbereitschaft auf. Und das gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Ministers. Der fünfte Aufgabenblock ist, dass er mit all dem, was in den ersten vier Aufgabenblöcken vorbereitet, auch etwas anfängt. Er muss die seinem Ministerium anvertrauten Interessen gegenüber den anderen Ministerien durchsetzen. Der Finanzminister muss das staatliche Geld zusammenhalten. Denn in der Regel, wenn die Ministerien ihre Haushaltsanforderungen machen, kommt eine Summe heraus, die doppelt so hoch ist wie der letzte Haushalt. Und das ist schlechterdings nur unter griechischen oder italienischen Bedingungen zu finanzieren. Was aber seit Einführung des Euro auch nicht mehr so richtig geht. Er muss sich durchsetzen. Ich als Sozialminister muss mich durchsetzen. Ich als Verteidigungsminister muss mich durchsetzen im Kampf Butter gegen Kanonen. Aber der Minister darf es auch niemals an Mannschaftsgeist fehlen lassen. Man muss schon dafür sorgen, dass die Minister für sich und für ihre Parteien auch gestalten können, dass die Regierung insgesamt erfolgreich ist. Was passiert, wenn ein Minister seine Rolle nicht so sieht, erkennt man an der sächsischen Finanzpolitik der letzten sächsischen Landesregierung und der vorletzten auch.
Der zuständige Finanzminister erhob das Sparen zum zentralen Zweck des sächsischen Staates. Und wo immer man Polizisten streichen oder auf die Einstellung von Lehrern verzichten konnte, hatte es mit Lust und Laune und Wohlgefühl getan. Darüber stolperte einmal ein Kultusminister, darunter litten so manche Innenminister, darunter litt am Schluss die gesamte Regierung und diese tragende Hauptpartei. Es braucht Mannschaftsgeist und Eintreten für seine eigenen Interessen. Das ist im Übrigen nicht anders als bei einer Fußballmannschaft. Sie wollen eine Karriere machen, am Schluss auch eine internationale Karriere. Sie müssen sich auszeichnen. Sie müssen auch schauen, dass sie sich selbst in Szene setzen als Torschütze. Aber wenn sie es am Mannschaftsgeist federn lassen, spricht sich schnell herum, mit dem kann man nicht. Der denkt nicht an die Mannschaft, sondern nur an sich selbst. Kauft den lieber nicht oder wenn ihn schon haben wollt, naja, dann müsst ihr entweder mehr zahlen oder wir geben euch gerne, weil sonst müssten wir die und die finanziellen Investitionen weitertragen. Und das Problem Nummer eins bei all dem ist, dass so ein Minister das ja nicht sozusagen in der Abgeschiedenheit einer Gelehrtenstube macht. Ein Minister macht all diese komplizierten Aufgaben unter den Augen der Opposition, die ja eines Tages regieren will, was sie nur kann, wenn die Bevölkerung davon überzeugt ist, dass die Regierung ihren Job nicht beherrscht und die Opposition besser wäre. Er muss es machen unter den Augen, und das ist sozusagen die schlimmste Kontrolle, unter den Augen innerparteilicher Konkurrenten. Ich habe Ihnen ja schon mehrfach gesagt, ich als Vorsitzender des innenpolitischen Arbeitskreises meiner Parlamentsfraktion weiß, dass er ein viel, viel besserer Innenminister wäre als mein Parteifreund, also Todfeind, der nun vom Ministerpräsidenten zum Minister berufen ist. Ich werde also schon schauen, was alles falsch macht. Ich werde das in meiner Partei kommunizieren. Und bei der nächsten Regierungsbildung bin ich dran, weil er weg ist. Und man muss all diese schwierigen Aufgaben erledigen unter den Augen von kritischen Massenmedien. Klammer auf, wenn sie denn kritisch sind. Wenn Sie an den Herbst 2015 zurückdenken, wird man nicht behaupten, dass die Massenmedien die deutsche Regierungspolitik damals sehr kritisch begleitet hätten. Kritisch begleitet wurden nur die Kritiker der Regierungspolitik, nicht aber die Tätigkeit der Minister oder gar der Regierungschefin. Zurück zum Haupttext. Weil also hier bei diesen Aufgaben sehr viel falsch zu machen ist und die Kritiker sehr scharf sind, ist im Ministeramt das Scheitern wesentlich wahrscheinlicher als der Erfolg. Kaum ein Minister verlässt sein Amt, ohne gescheitert zu sein. Das gehört zum Berufsrisiko. Es muss einem auch kein Minister leid tun, wenn er gescheitert ist, außer wenn er an üblen Intrigen gescheitert ist. Wem es in der Küche zu heiß ist, soll nicht Koch werden. Und im zentralen politischen Entscheidungssystem ist es ziemlich heiß. Das heißeste Amt ist das des Regierungschefs. Und sollten Sie Ihre Ministerkarriere weiter fortsetzen, hier ist es, worauf Sie sich dann einzulassen haben. Der Regierungschef muss die gesamte Regierungstätigkeit koordinieren. Das nimmt ab und zu in den letzten 12 Jahren in Deutschland die Form an, dass man versucht, die Regierungstätigkeit in Koalitionsvereinbarungen festzulegen und die wird dann gemäß Koalitionsabkommen quartalsweise abgearbeitet. Das ist nicht irrational. Wenn man es aber sehr ernst nimmt, kommt man wahrscheinlich irgendwann vor lauter Verhandeln darüber, was man denn in der Regierung tun will, gar nicht mehr zum Bilden einer Regierung und gar nicht mehr zum Regieren selbst. Wir sind in Deutschland an den Anfängen einer solchen Entwicklung. Der Regierungschef hat also die gesamte Regierungstätigkeit zu koordinieren und dafür ist in vielen politischen Systemen, insbesondere in Deutschland, ein Koalitionsvertrag die Grundlage. Dabei hat er nicht einfach nur der Regierungschef zu koordinieren, der Minister macht das und der macht jenes und Hauptsache, die kommen sich nicht ins Gehege. Ich würde sagen, allein das schon ist eine nennenswerte politische Leistung, dass es keinen Streit in der Regierung gibt, insbesondere wenn sie aus verschiedenen Parteien besteht. Aber eigentlich geht die Jobbeschreibung darüber hinaus. Ein Regierungschef soll die Regierungstätigkeit nachhaltig ausrichten auf die Erfüllung von Zielen, die man sich entweder selbst gesetzt hat, wenn man in die Regierung geht mit der Aussage, Zeit für mehr Gerechtigkeit, dann möchte nach der Regierungsphase, die man hinter sich gebracht hat, eben mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft da sein.
Und wenn man sagt, wir wollen die Arbeitslosigkeit senken, dann möchte nach der Regierungszeit bitte die Arbeitslosigkeit tatsächlich gesenkt sein. Regierungschefs müssen außerdem die Regierungstätigkeit ausrichten auf aktuelle Entwicklungen. Wenn plötzlich eine internationale Finanzkrise ausbricht, wie 2008, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, ja, dann hat das eben Vorrang vor allen anderen Sachen, die man sich für die Wahlperiode vorgenommen hat. Und manche Ziele ergeben sich aus der Natur der Sache. Damit muss man sich befassen. Wenn Migrationsdruck steigt, ja, dann wird man irgendwann Migrationsdruck und das Umgehen damit zum Gegenstand der Regierungspolitik machen müssen. Statt zu sagen, das sind gar keine echten Probleme. Wer sie thematisiert, tut das aus unlauteren Motiven. Verdrängte Wahrheiten holen einen eines Tages dann eben doch ein. Was ist die dritte Aufgabe eines Regierungschefs? Es kommt an auf das rechtzeitige Erkennen und Entschärfen von Konflikten zwischen den Ressorts. Denn dass man sich politisch zerstreitet, ist eigentlich ganz normal. Koalitionsverträge sind ja sozusagen nur Waffenstillstandsvereinbarungen. Und wenn Sie den SPD-Sonderparteitag am Wochenende verfolgt haben, werden Sie gesehen haben, dass die Zustimmung, die knappe zum Eintritt in Koalitionsverhandlungen, daran gebunden war, dasjenige, was in den Sondierungen drinnen steht, nicht allzu ernst zu nehmen. Und in der Mitte der Wahlperiode nachzusehen, ob man tatsächlich beim Versuch zu gewinnen weit genug vorangekommen ist. Ein Koalitionsvertrag ist ein Waffenstillstandsabkommen. Und folglich taucht immer wieder Zwist darüber auf, was man denn tun soll. Angenommen, wir kriegen eine große Koalition, können Sie Ihr Leben darauf verwetten, dass alsbald Streit um die Migrationspolitik entstehen wird. Trotz allem, was im Koalitionsvertrag drinnen steht. Und solche Konflikte muss ein Regierungschef rechtzeitig erkennen. Da läuft etwas aufeinander zu, da kollidieren zwei Züge oder Rennautos. Und wenn wir nicht wollen, dass die Regierungsarbeit insgesamt Schaden nimmt, müssen wir rechtzeitig sehen, wie wir das Problem lösen können. Da macht man informelle Gespräche, da macht man Elefantenrunden der wirklich wichtigen Politiker, da versucht man irgendein anderes Thema in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit zu ziehen, damit das Strittige hoffentlich aus den Augen der Öffentlichkeit verschwindet. Obendrein, und das macht das Regieren in Demokratien besonders schwer, muss ein Regierungschef in Demokratien sicherstellen, dass die Regierungstätigkeit auch unterstützt wird von der regierenden Partei oder von der regierenden Koalition oder im präsidentiellen Regierungssystem wie dem der USA zwischen zwei großen Machtblöcken, die einander spinnefeind sind und von denen man doch immer wieder Koalitionen braucht, um Gesetze durchkriegen zu können. Man braucht Unterstützung nicht nur in der Partei, in der Koalition, man braucht Unterstützung im Parlament, man braucht Unterstützung in den Medien. Ein Regierungschef, der in den Medien verächtlich und autoritätslos wird, der verliert rapide seine Macht. So ging es Ludwig Erhard, der gestartet war als der große populäre Volkskanzler im letzten halben Jahr seiner Regierungszeit. So erging es tatsächlich auch Willy Brandt in den letzten Monaten seiner Regierungszeit, was ihn zum Rücktritt trieb. Und so ergeht es so manchem, der zunächst hochgejubelt und dann niedergeschrieben oder fallen gelassen worden ist. Es kann sich dabei auch um Damen handeln. Und obendrein muss man als Regierungschef Unterstützung der eigenen Politik in der Bürgerschaft, das heißt in der Wählerschaft, sichern. Denn irgendwann ist der nächste Wahltag, also der nächste Zahltag. Und wenn Sie ein föderatives System haben wie wir, gibt es pausenlos irgendwo irgendwelche Landtagswahlen, die dann hochgechäst werden zu Testwahlen für die Bundespolitik und es, wenn es um den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen geht, auch tatsächlich sind. Das alles ist keine ganz einfache Aufgabe, auch da gibt es vielfältige Widersprüche. Das, was notwendig ist, um eine Landtagswahl für die Regierung anstandslos zu überstehen, kann genau das sein, was sachpolitisch völlig falsch ist. Aber Widersprüche gehören zur Politik. Widerspruchsfreiheit gibt es bloß in Bilderbüchern, allenfalls in Lehrbüchern der politischen Philosophie, aber nicht in der Welt, wie sie ist. Und wenn also jemand beim Betrachten von Politik entdeckt, dass es da ziemlich krumm zugeht, dass da doch alles nicht zusammenstimmt,
dass die linke Hand oft nicht weiß, was die rechte tut oder es zumindest nicht berücksichtigt, dann ist es eine genauso tiefgründige Erkenntnis wie die, dass ein Kreis keine Ecken hat. So ist die Welt. Und mit der Welt, wie sie ist, muss man als Regierungschef zurückkommen. Die Folge ist, dass Regierungschef eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Und an dieser Stelle ist Deutschland eine ganz gigantische Ausnahme. In unserem Land gibt es tatsächlich Regierungschefs, die 7 Jahre lang, 8 Jahre lang, 12 Jahre lang, 16 Jahre lang regieren. Das ist ziemlich einzigartig, weil bei uns die langen Regierungszeiten von Regierungschefs nicht darauf zurückzuführen sind, dass man wie früher der französische Staatspräsident auf 7 Jahre gewählt wird und dann noch einmal auf 7 Jahre gewählt werden kann, sondern ein Regierungschef in Deutschland kann im Grunde jederzeit gestürzt werden. Und das wiederum heißt, dass ziemlich viel an unserem politischen System ziemlich gut funktioniert. Dass ziemlich viele, die jeweils gerade das Amt des Regierens ausüben, ziemlich viel richtig machen. Vielleicht nicht immer sachlich richtig machen, aber so weit richtig machen, dass sie keine Regierungskrisen und insbesondere keine Revolutionen auslösen. Und bei all dem Ärger über Unvollkommenheiten des Regierungsprozesses möge man das immer wieder bedenken. Woher kommt es, dass ziemlich gut regiert werden kann? Daran hat die Ministerialverwaltung einen nicht geringen Anteil. Ministerialverwaltung ist das Zwischenglied zwischen der politischen Führung und der Verwaltung eines Landes, was bei uns eben in Gestalt der schon besprochenen politischen Beamten sichtbar wird. Ministerialverwaltung ist der Begriff für jene auf hohen Leitungsebenen beschäftigten Mitarbeiter von Ministerien und Regierungszentralen, Mitarbeiter im Ministerbüro, Staatssekretäre, Abteilungsleiter, ab und zu auch Referatsleiter als politische Beamte, aber sie gehören auf alle Fälle auch zur Ministerialverwaltung. Und diese Leute in der Ministerialverwaltung bis hin zu den Referatsleitern wirken unmittelbar mit am Prozess der politischen Führung. Sie sollten jenes Dogma aus ihrem Kopf vertreiben, das da lautet, es gibt einerseits die Politik und zum anderen die politikfreie Verwaltung. Ab der Referatsebene, ab der Referatsleiterebene im Ministerium ist man auch als Beamter Teil des politischen Führungsprozesses. Und jeder, der von einer Trennung zwischen Politik und Verwaltung redet, ist genauso begabt für das Erkennen der Wirklichkeit wie jene, die davon reden, es gäbe zwischen Parlament und Regierung einen großen Graben, der ja nicht übersprungen werden dürfe. Im Regierungsprozess geht eben alles nahtlos ineinander über. Was sind die Aufgaben der Ministerialverwaltung? In den Referaten, in den Abteilungen, in den Ministerien werden sämtliche Gesetze vorbereitet und ausgearbeitet in enger Kooperation mit Regierung, Parlament, Interessengruppen und europäischer Ebene. Notwendige Fußnote, leider Gottes hat es sich bei uns eingeschlichen, dass besonders komplexe Gesetze, insbesondere im Bereich des Steuerrechts und des Arbeitsrechts, dass man deren Ausarbeitung inzwischen delegiert auf hochspezialisierte Anwaltskanzleien. Mit dem Argument, ein normaler Ministerialbeamter kann ja gar nicht alles das wissen, was die international vernetzten Juristen in hochspezialisierten und hochdotierten Anwaltskanzleien wissen. Dann müsste halt der Staat mehr in seine Beamten investieren. Aber es ist ein Ärgernis und es geht systematisch auch nicht an und es ist zutiefst zu kritisieren, dass Aufgaben der Ministerialverwaltung inzwischen an spezialisierte Anwaltsbüros delegiert werden. Die Verantwortung bleibt dann zwar immer noch bei der Politik, aber die Politik wird auf diese Weise abhängig von Spezialisten, die ja nicht notwendigerweise nur fürs Gemeinwohl arbeiten, sondern auch für jene, die es in anderen Zusammenhängen, etwa als international tätige Unternehmen, anwaltlich beraten. Und dann macht man, übertrieben formuliert, dann leicht den Bock zum Gärtner. Und das ist nicht gut für einen freiheitlichen Staat. Die Ministerialverwaltung hat dann die Ausführung der Gesetze auf den Weg zu bringen. Gesetze praktisch umsetzen in die notwendigen Verwaltungsvorschriften und deren Anwendung anzuleiten. Die Ministerialverwaltung steuert und kontrolliert die nachgeordneten Verwaltungseinheiten und, ganz wichtig, in einem so komplexen Mehrebenensystem wie dem unseren, die Ministerialverwaltung koordiniert die gesamte Staatstätigkeit auf Länderebene, Bundesebene und europäischer Ebene. Der Fachbegriff für das, was sich da entwickelt, nennt sich vertikale Fachbruderschaften.
Ich bin Landwirtschaftsspezialist auf Landesebene. Ich kenne meine Fachkollegen auf Bundesebene und auf europäischer Ebene. Was immer wir sonst noch sind, wir sind hochqualifizierte Beamte, die von Landwirtschaft alles verstehen. Quer über die Ebenen, bis zur europäischen oder bis zur internationalen Ebene. Solche Leute sind extrem wichtig, wenn man in Mehrebenensystemen regieren will. Und wir haben nun mal in unseren westlichen Staaten immer Regieren in Mehrebenensystemen. Hat die Ministerialverwaltung Macht und ob? Aber worin besteht diese Macht? Die Ministerialverwaltung haben eine Schlüsselstellung bei sämtlichen Prozessen der Konsensbildung und der Konfliktregelung in jenen komplexen Institutionen, die wir eben Regierungen nennen. Die Ministerialverwaltungen, die haben den ausdifferenziertesten Apparat zur Beobachtung gesellschaftlicher Wirklichkeit. An den Ministerien hängen Forschungsinstitutionen, da kommen die ganzen Interessengruppen an. Dort gibt es jede Menge von wissenschaftlichen und sonstigen Beiräten. Dort läuft alles zusammen, was man über eine Gesellschaft wissen kann. Und ehrlich gesagt, einschlägige Ministerialbeamte wissen dann von Sportpolitik, Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik in der Regel viel, viel mehr Bescheid als auf diese Politikfelder spezialisierte Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Und solches Wissen birgt wirklich jede Menge von Macht. Die Wünsche und Forderungen der gesellschaftlichen Gruppen, die ja ganz wesentlich an Regierung und Parlament gehen, die laufen im Wesentlichen durch die einschlägigen Abteilungen und Referate der Ministerialverwaltung. Die meisten Positionen und Entscheidungen der Entscheidungsträger werden über die Ministerialverwaltung umgesetzt. Denn ich als Minister kann ja keiner Behörde eine direkte Anweisung geben. Ich kann die Anweisung geben meinem beamteten Staatssekretär. Der beamtete Staatssekretär setzt die dann weiter um über die ministeriale Zuständigkeitskette. Folglich vermischen sich in der Ministerialverwaltung die besonderen Leistungen von Politik, Führern, Responsivität sichern, vernetzen mit der Gesellschaft und von Verwaltung, sachkompetent sein, Entscheidungsalternativen vorbereiten, getroffene Entscheidungen kompetent und loyal durchsetzen. Folglich ist die Ministerialverwaltung das zentrale Instrument politischer Führung dort, wo es darum geht, den Staatsapparat konkret anzuleiten. Politische Führung als Überzeugung von Öffentlichkeit, das ist nicht Sache der Ministerialen, da haben die sich rauszuhalten. Das ist Sache des parteipolitischen Bereiches. Außerdem werden die meisten politischen Entscheidungen der Ministerialverwaltung vorstrukturiert. Ein Minister entscheidet über Handlungsalternativen. Wenn er ein Problem sieht, lässt er sich aus der Ministerialverwaltung Problemlösungen vorlegen. Und ich als Partei X, wenn ich auf einem Politikfeld ein neues Arbeitsprogramm entwickle, ich gehe natürlich zu jenen hohen Ministerialbeamten, die meiner Partei angehören oder nahestehen, und lasse mir von denen die Feder führen. Auch Parteiprogramme entstehen ganz wesentlich durch die Hilfe von Ministerialbeamten, nämlich jener, die einer bestimmten Partei angehören oder nahestehen. Gehört sich das? Ja, selbstverständlich. Die Ministerialverwaltung ist ja nicht entzogen jenem demokratischen Prozess, an dem jeder Bürger Anteil haben kann und natürlich auch ein hoher Beamter. Das eine ist das, was er politisch selber will, und das andere ist das, was er in Loyalität zu seinen Vorgesetzten im Ministerium tut. Und wenn dem Minister ab einer bestimmten Führungsebene des Beamten diese Dialektik nicht mehr aufzuhalten erscheint, dann kann er ihn als politischen Beamten ja feuern oder als nicht politischen Beamten kaltstellen lassen. Obendrein haben Staaten wie der Deutsche eine hochaktive Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und nachdem in Deutschland, also einem Land mit besonders großer Anwaltsdichte, alles und jedes, was dem Bürger nicht passt, verwaltungsgerichtlich überprüft wird, brauchen staatliche Akte bis hin zu Prüfungsvorschriften an Universitäten unglaublich viel an sachlicher und rechtlicher Kompetenz, an jener Kompetenz, über die im Grunde nur die Ministerialverwaltung verfügt. Und darum kann man im Grunde gar nicht regieren, ohne sich von der Ministerialverwaltung alles das aufschreiben zu lassen, was getan werden soll. Und muss dann nur hoffen, dass man das auch in der eigenen politischen Logik nachzuvollziehen versteht.
Wo kommt diese Macht der Ministerialverwaltung her? Im Kern geht es um Informationsasymmetrie. In der Ministerialverwaltung gibt es große Arbeitsteilung. Dort gibt es ein größeres, ein viel größeres Spezialwissen, als Politiker selbst nach langen Zeiten in bestimmten Fachausschüssen des Parlaments je erwerben können. Außerdem, die höheren Ministerialbeamten haben viel, viel längere Amtszeiten als Politiker auf ihren Arbeitsgebieten. Sie machen das Zeug einfach um viele Jahre länger als die Fachpolitiker. Und folglich wissen sie da mehr. Und im Übrigen haben die Ministerialen besondere Einflussmöglichkeiten. Dabei, wenn es um Agenda-Setting geht, manches Agenda-Setting ergibt sich durch aktuelle politische Entwicklungen. Dann sind eben Flüchtlinge da und irgendwie muss man mit ihnen umgehen. Manches an Agenda-Setting ergibt sich aus Eigendynamik der öffentlichen Meinung. Da wird dann plötzlich der Rinderwahnsinn zum zentralen Problem der Bundesrepublik Deutschland hochgeschrieben. Und dann muss die Politik sich monatelang mit Rinderwahnsinn und seiner Bekämpfung befassen, demnächst mit der Schweinepest. Aber vieles an staatlicher Tätigkeit verlangt ja Revisionen bestehender Gesetze, Anpassungen bestehender Gesetze an neue Problemlagen. Und diese Agenda der legislativen Tätigkeit, die wird von der Ministerialverwaltung bestellt. Und weil die Ministerien ja zusammenwirken müssen, wenn ein Gesetzentwurf, an dem 5 Ministerien vielleicht beteiligt sind, irgendwann fertig werden soll, müssen irgendwelche Leute die strategische Kommunikation, die strategische Interaktion zwischen den Ministerien mit den fachspezifischen Sichtweisen und ihren besonderen Interessen organisieren. Und es sind die Ministerialbeamten, welche die strategische Interaktion im Regierungsapparat vollziehen. Und wenn Politik implementiert wird, also ein neues energiepolitisches Programm in die Sachpolitik, in die konkrete Politik umgesetzt wird, ja, dann braucht es eben Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Interpretationshilfen für Gesetze, die mehrdeutig sind oder mehrdeutig gelesen werden können. Das alles kann die Politik nicht leisten. Und Parteien auch nicht, Verbände auch nicht. Das kann nur die Ministerialverwaltung leisten. Blicken wir abschließend noch auf die grundlegende Asymmetrie zwischen Politik und Material und Ministerialverwaltung, um einfach zu begreifen, wie schaut es denn unter welchen Umständen mit Machtverteilung und Handlungsoptionen aus. Politik kann jederzeit Themen an sich ziehen. Politik kann jederzeit Gesetzgebungsprozesse initiieren. Politik kann jederzeit Herrin des Verfahrens sein. So muss es auch sein, insbesondere in einer Demokratie. Aber die Politik, die Politiker sind getrieben von schnell wechselnden aktuellen Problemlagen, die dann die ganze Aufmerksamkeit und Arbeitszeit blockieren. Und die Politik unterliegt einem riesigen Themenverschleiß. Ach, schon wieder dieses Thema, wir können über Flüchtlinge gar nichts mehr hören. Hat sich doch hoffentlich beruhigt. Nee, rühren wir bitte nicht an. Es ist alles auf dem Weg, bitte nicht neu aufwärmen. Nächstes Thema bitte. Und Politik unterliegt einem großen Personalverschleiß. Die Leute, die gestern Politik beherrschten, die gibt es dann übermorgen schon nicht mehr, weil die Regierung gewechselt hat oder ein Minister Pech hatte und zurücktreten mussten. Also sitzt die Politik im Grunde nur kurzfristig am längeren Hebel. Das kann sehr folgenreich sein, weil sämtliche gesellschaftlichen Prozesse pfadabhängig sind. Eine heute getroffene Entscheidung prägt das, was morgen sein kann. Und selbst wenn ich nur kurzfristig denke, meine Entscheidung hat langfristige Folgen. Politik ist schon wichtig und gestaltungsträchtig. Aber hinsichtlich der Durchsetzungsstärke, was kann ich denn wirklich nachhaltig machen, was bleibt? Da hängt Politik sehr stark ab von der Eigendynamik gesellschaftlicher Konfliktlagen, der Eigendynamik gesellschaftlicher Mehrheitslagen und der Funktionslogik der Mediendemokratie. Politik ist zwar kurzfristig sehr mächtig, aber die Macht von Politik kommt aus Medien und aktueller politischer Unterstützung. Die Ministerialverwaltung, der ist es, wie ich es vorhin schon sagte, egal wer gerade Minister ist. Da weiß man um die strukturellen Probleme der Landwirtschaft, der Verkehrspolitik, des Gesundheitswesens, weiß, was die Politik schon lange vorschlägt und immer wieder versucht, weiß, was weder im Ausland noch im Inland je funktioniert hat. Dort sitzt man die jeweiligen Sichtweisen der politischen Spitze in der Regel ziemlich cool ab. Die Minister kommen und gehen, die Ministerialverwaltung bleibt bestehen. Das heißt, alles, was man langfristig angehen muss, da ist die Ministerialverwaltung dran. Sie bleibt auch dann an Themen dran, wenn sie in der politischen Diskussion längst verschwunden sind.
Langfristig sitzt die Ministerialverwaltung am längeren Hebel, was im Übrigen einem Rechtsstaat auch nicht anders sein kann. Politik hat ans Recht gebunden zu sein und es ist die Ministerialverwaltung, welche das Recht in konkrete politische Praxis umsetzt. Das, was die Ministerialverwaltung freilich prägt, ist das, was man nennen kann Verwaltungskultur. Wie versteht man sich als Ministerialverwaltung? Eher als Wachhund der Politiker oder als williger Helfer der Politiker? Traut man sich in der Ministerialverwaltung auch Widerspruch zu üben? Oder ist es so, dass man dort lieber die Klappe hält, weil man gerne befördert werden will? Pflegt ein Minister im Hause oder pflegt eine Regierung über längere Fristen öffentliches Duckmäusertum? Oder schätzt man Beamte, die auch widersprechen, im Verwaltungschinesisch genannt remonstrieren? Die Dinge, die der Minister entschieden hat, ihm neu vorlegen, sagen, Herr Minister, das und das sind die Konsequenzen, wenn Sie bei Ihrer Entscheidung bleiben. Wollen Sie es nochmal bedenken oder soll ich Ihnen nochmal den Vorgang erklären? Ein schwacher Minister sagt, raus mit dir. Ein starker Minister sagt, hey, was ist denn nach Ihrer Ansicht hier falsch gelaufen? Bitte erklären. Und über administrative Gesetzgebung, also dass Verwaltung sich darum sorgt, wie politische Wille tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden kann, haben wir ja schon gesprochen. So, jetzt haben wir alle Bauteile bereit, um uns klarzumachen, wie der Prozess des Regierens aussieht. Und zwar jetzt nicht so, wie ein Historiker darstellen würde, sondern so, wie ihn die systematische Betrachtungsweise eines Politikwissenschaftlers uns endlos gleich ablaufend vor Augen führt. Da haben wir wieder den Startpunkt eines jeden Arguments. Das ist ausnahmsweise wieder mal die Gesellschaft mitsamt ihren Politikfeldern, wo es in der Gesellschaft beispielsweise geht um Bildung, um Verkehr, um Wirtschaft. Und jetzt können Sie noch 37 weitere Politikfelder dazu nehmen. Der Prozess des Regierens schaut systematisch so aus. Schritt Nummer eins, es kommt darauf an, dass man gesellschaftliche Probleme wahrnimmt. Probleme, von denen man behauptet, es sind gar keine. Sie entsprechen bloß irgendwelchen Phobien von dummen Menschen. Ja, die Probleme wird man nicht bearbeiten. Schritt eins im Regierungsprozess ist Problemwahrnehmung. Und um die zu steigern, haben wir ja Pluralismus, Interessengruppen, politische Parteien, öffentliche Meinung, Demonstrationsrecht, alles das, was ich Ihnen beschrieben habe, an Handlungsinstrumenten von Interessengruppen gleich welcher Art, das dient dazu, der Politik dazu zu verhelfen, dass sie Probleme, von denen gesellschaftliche Gruppen glauben, sie gäbe es, dass sie die Politik diese Probleme ernst nimmt und nicht einfach sagt, nö, nö, ihr seid ein paar versprengte Dummköpfe, was ihr sagt, das zählt nicht. Also man muss Probleme auf den einzelnen Politikfeldern wahrnehmen und ein politisches System sollte so eingerichtet sein, dass es Anreize für Politiker zur Problemwahrnehmung gibt. Fußnote, der wichtigste Anreiz sind periodische freie Wahlen. Wenn eine Regierung lange Zeit gesagt hat, nö, nö, das ist kein Problem, dann wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann eine Protestpartei auftreten und wird sagen, wir sind die Einzigen, die dieses Problem erkannt haben. Und dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit so eine Protestpartei ziemlich viele Stimmen gewinnen und wird den Regierenden das Weiterregieren erschweren, weswegen die Regierenden sich dann dazu herbeilassen, ein Problem wahrzunehmen. Ein Politikwissenschaftler kann dazu nur sagen, wie kann man bloß so blöde sein und so kurzfristig, so kurzsichtig sein? Es ist doch besser, lieber das Gras wachsen zu hören, als davon überrascht zu werden, dass allmählich Zeit zum Mähen gekommen wäre. Aber Politik ist oft nicht responsiv. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten der Demokratie über Demonstrationen, Protestwellen und so weiter, die Problemwahrnehmung doch noch zu erzwingen. Der ordnungsgemäße Prozess des Regierens geht dann so weiter. Die politische Klasse, Ministerialverwaltung, Politiker und so weiter, haben ein Problem wahrgenommen. Und dann überlegen sie sich, wie ist die Struktur des Problems, wie ist die Dynamik des Problems, wie können wir das Problem lösen? Es gibt inzwischen die Legende, dass die Politik, die die Regierung macht, grundsätzlich alternativlos sei. Sonst würde sie ja diese Politik nicht machen. Aber in Wirklichkeit gibt es meistens verschiedene Wege, die nach Rom führen. Das heißt, der zweite Schritt im Prozess des Regierens ist, dass man abschätzt, was ließe sich im Grunde machen? Was wären die Risiken und die Nebenwirkungen der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten? Wenn das geschehen ist, kommt der dritte Schritt, der nennt sich Programmbildung.
Einzelmaßnahmen bewerkstelligen in der Regel noch keine Problemlösung. Außerdem sind die meisten Problemlösungen, die die Politik machen kann, mit Geld verbunden. Das Geld muss von irgendwoher kommen. Es muss entweder irgendwo abgezwackt werden oder die Steuern müssen erhöht werden oder die Wirtschaft muss so zum Boomen gebracht werden, dass die Steuereinnahmen sprudeln. Das heißt, man muss politische Maßnahmen in ein Bündel von begleitenden Maßnahmen einbetten und sowas nennt sich Programmbildung. Nichts ist schlimmer als eine Regierung, die nicht weiß, was sie will, bei der das Regierungshandeln in lauter Einzelmaßnahmen zerfällt, die nicht in sich zusammenpassen. Der dritte Schritt des ordnungsgemäßen Regierens nennt sich Programmvollzug. Das, was man an Problemen wahrgenommen, hoffentlich verstanden hat, dasjenige, was man an Handlungsmöglichkeiten erwogen hat, wo man sich dann entschlossen hat, dieses und jenes tatsächlich zu tun, das muss jetzt in die Praxis umgesetzt werden, durch Gesetzgebung, durch das Auflegen von Regierungsprogrammen, durch Verwaltungsmaßnahmen. Das wirkt sich dann in der Praxis aus, wie es auch sein soll. Und dann sieht man, wie es sich in der Praxis auswirkt. Wird der beabsichtigte Zweck erreicht? Wenn ja, in welchem Umfang oder nicht? Wenn nein, mit welchen schädlichen Nebenwirkungen? Folglich ist der nächste Schritt des Regierens die sogenannte Wirkungskontrolle. Man überprüft, ob die ergriffenen Maßnahmen tatsächlich wirken. Natürlich sieht man die Wirkung nicht gleich am übernächsten Tag. Ab und zu kann man die erst nach Monaten, ab und zu erst nach Jahren sehen. Aber man muss die Wirkungen schon überprüfen, wenn man rational regieren will. Und wenn man die Wirkungen der getätigten Politik überprüft hat, soll man Konsequenzen daraus ziehen, wenn alles gut läuft. Das funktioniert. Warum? Aha, können wir das nächste Mal wieder so machen? Oh, das funktionierte nicht. Warum nicht? Wo ist der Fehler? Was können wir tun, um den Fehler zu beseitigen? Vielleicht ist das ganze Programm, das wir aufgelegt haben, Unsinn. Vielleicht sind die und die Teile nicht im richtigen Verhältnis. Lasst uns die Sache verändern, lernen wir also. Verändern wir unsere Problemwahrnehmung. Vielleicht haben wir das Problem falsch verstanden. Und jetzt verstehen wir es besser. Vielleicht haben wir uns vertan bei der Abschätzung der Handlungsalternativen. Eigentlich sehen wir jetzt, das wäre doch auch möglich gewesen zu tun, das haben wir damals ignoriert. Jetzt verstehen wir das Problem besser, jetzt wissen wir, was wir anderes tun könnten, machen wir doch das. Das heißt, das politische Lernen bezieht sich auf die Programmbildung oder auf den Programmvollzug. Vielleicht war ja alles eigentlich richtig, aber in der praktischen Umsetzung sind die und die Fehler aufgetreten, die müssen wir jetzt beseitigen. So etwas nennt sich politisches Lernen. Tja, und wenn alles gut geht, dann geht eben alles gut. Aber Sie werden jetzt nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, in der Politik ist es eben die Ausnahme, wenn alles gut geht. Das Normale ist, dass sich Fehler einschleichen oder dass Sachen nicht stimmen. Und der Schlüsselbegriff für das, warum vieles schiefläuft, nennt sich Ideologie. Ich verweise zurück auf die Stunde über Macht, Ideologie, Normen und Kommunikation als Grundkonzepten der Politikanalyse. Ideologie ist eine Vorstellung von der Wirklichkeit da draußen, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt oder nicht sonderlich gut übereinstimmt. Wenn man aber an einer Sicht der Wirklichkeit festhält, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, dann muss man sich nicht wundern, dass die auf eine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit gegründete Politik in der Praxis nicht funktioniert. Wenn man also glaubt, dass alle Leute, die nach Deutschland streben, hochausgebildete, hochqualifizierte Ingenieure und Ärzte sind, dass also über die Migration Deutschland mehr und Besseres geschenkt wird als Gold und seine Migrationspolitik darauf ausrichtet und sich dann zeigt, es sei nicht ganz so gewesen, dann muss man sich nicht wundern, dass manche Politik nicht funktioniert hat und unerwünschte Folgen eintreten. Schauen Sie, wiederum wäre es besser, sich möglichst wenig von Ideologie leiten zu lassen. Also immer zu überprüfen, stimmt denn das, was ich glaube, wirklich mit den Tatsachen überein? Aber wie Sie wissen, auch gerade vom Politikfeld der Migrationspolitik, Ideologie ist an dieser Stelle stärker, als lange Zeit die Wirklichkeit stark ist. Erst durch Schaden wird man klug oder in einer anderen Formulierung, in der Politik muss der Wagen immer erst im Dreck gelandet sein, bevor man auch einen kenntlich falschen Kurs korrigieren kann.
Denn solange der Wagen nicht im Graben ist, gibt es die Debatte darüber, ist denn da überhaupt ein Graben? Ist das nicht bloß eine phobische Behauptung? Ist denn der Wagen wirklich zu schnell? Wir kriegen doch ganz locker die Kurve vor dem Graben. Müssen wir die Kurve nach links oder nach rechts machen? Erst wenn der Wagen im Graben liegt, hören diese Debatten auf und man betrachtet die Wirklichkeit und klärt auf, warum der Wagen zu Schaden gekommen ist. Deswegen kann man sagen, Krisen sind genau die Zeiten, in denen Vernunft eine Chance hat. Die Aussage, Krisen machen uns stärker, meint im Grunde, in Krisenzeiten haben wir die Chance, unsere ideologischen Voreingenommenheiten zu durchbrechen und unsere Politik der Wirklichkeit anzupassen. Das macht Krisen nicht besser, erklärt aber, warum es ständig welche gibt. Das Ergebnis, wenn man von Ideologie nicht lassen will, ist schlechtes Regieren. Das Ergebnis von schlechtem Regieren sind Legitimitätsmängel des politischen Systems. Fängt an mit Politikverdrossenheit, Empörung, Volksverräter, Lügenpresse, wir sind das Volk und ihr taugt überhaupt nichts. Am Schluss kann eine Revolution stehen. Nicht in unserem Fall im Übrigen, aber in manchen politischen Systemen, wie ich es Ihnen gezeigt habe, sehr wohl. Besser, als sich von Ideologie leiten zu lassen beim Prozess des Regierens, ist, das zu tun, was ich Ihnen in der Stunde über Pluralismus nahegelegt habe, nämlich Politik zu organisieren als ein Prozess des Lernens aus Versuch und Irrtum, zu akzeptieren, dass man immer wieder Irrtümer macht. Wer sich irrt, irrt sich. Er ist nicht deswegen ein schlechter Mensch. Auch wer Recht hat, kann ein schlechter Mensch sein. Also die Instrumente von Pluralismus, Öffentlichkeit und Kritik zu nutzen, um Fehler rechtzeitig zu erkennen. Wenn ich regiere, was tue ich denn da konkret? Was sind Instrumente des Regierens? Instrument Nummer 1, rechtliche Maßnahmen. Man macht Gesetze oder lässt neue Vorschriften oder verändert die Verfassung. Das fällt jedem sofort ein. Instrument Nummer 2 nennt sich Förderprogramme. Förderprogramme heißt, der Staat stellt Geld bereit, das man bekommt, wenn man es beantragt. Der Staat legt fest, wer welches Geld beantragen darf und was er als Gegenleistung für das Geld, das ihm der Staat gibt, tun muss. Der Leitgedanke ist, durch staatliche Gelder setze ich für die Bevölkerung Anreize, sich auf eine politisch erwünschte Weise zu verhalten. Der Staat möchte, dass mehr Energie aus Sonnenenergie gewonnen wird oder aus Windenergie gewonnen wird. Infolgedessen legt er Förderprogramme auf und sagt, Freund, wenn du dich an der Finanzierung einer Solaranlage oder eines Windkraftparks beteiligst, dann kannst du die und die Geldmittel steuerlich abschreiben. Und wenn du auf dein Hausdach Solarzellen drauf machst, bekommst du so und so viel Geld vom Staat dazu gezahlt, in der Hoffnung, dass dann möglichst viele Leute Solarzellen aufbringen oder Windräder mitfinanzieren. Und wie man sieht, funktioniert das ja auch. Gleichwohl haben diese beiden zentralen Instrumente, rechtliche Maßnahmen und Förderprogramme, typische Probleme. Rechtliche Maßnahmen, also immer neues Gesetz, eine neue Vorschrift, rechtliche Maßnahmen führen schnell zur Unübersichtlichkeit. Nur Spezialisten wissen dann noch, was der Fall ist, etwa im Steuerrecht. Sie führen zur Widersprüchlichkeit. Und viele neue Vorschriften sind kompliziert anwendbar. Die Leute in den Finanzämtern oder in den Steuerberatungsbüros, die verzweifeln ab und zu an neuen steuerrechtlichen Vorschriften. Wie soll man das verstehen? Und dann wartet man auf höchstrichterliche Rechtsprechung, damit die Gerichte sagen, wie man etwas verstehen muss, was eigentlich der Gesetzgeber so zu formulieren hätte, dass jene, die diese Gesetze anwenden sollen, sie auch verstehen könnten. Und bei Förderprogrammen gibt es drei typische Folgeprobleme oder Probleme. Das erste Problem ist Mitnahmeeffekte. Der Staat gibt Geld aus. Ja, das hole ich mir schon. Ich hätte ohnehin Solarzellen aufgebracht oder mein historisches Anwesen saniert, aber wenn man der Staat noch 10.000 Euro oder 1.000 Euro dazu gibt, ja mein Gott, das Geld werde ich doch nicht verfallen lassen. Also der Staat erzeugt nicht etwa erwünschtes Verhalten, sondern er gibt einfach Leuten, die etwas tun, was sie ohnehin tun würden, auch noch staatliches Geld hinzu. Das zweite Problem nennt sich Subventionsdoping. Bestimmte Wirtschaftsbereiche werden nur dadurch aufrechterhalten, dass der Staat sozusagen die Defizite bezahlt. Dafür kann es gute Gründe geben. Ein großer Teil der Landwirtschaft in den Alpen funktioniert nur deswegen, weil der Staat den Bauern direkt Geld gibt oder indirekt Geld gibt. Sonst würden sie ihre Betriebe längst einstellen,
mit gigantischen Folgen für die Sicherung von Steilhängen vom Forst dort, mit entsprechenden Lawinenabgängen und allmählicher Unbewohnbarwerdung der dortigen Siedlungen. Manch andere Zweige, wie lange Zeit Schwerindustrie, Textilindustrie ab und zu versucht, hängen davon ab, dass der Staat diese Sachen subventioniert auf verschiedene Wegen. Und dann gibt der Staat viel Geld für Dinge aus, die ohne staatliche Subvention nicht bestünden. Dafür kann es auch gute Gründe geben, aber nicht immer gibt es wirklich gute Gründe dafür. Und das dritte Problem ist Unterschwelligkeit. Der Staat nimmt nicht genügend Geld in die Hand. Die Leute sagen ja, bloß für 200 Euro vom Staat mache ich doch keine teuren Reparaturen auf meinem Dach. Und hier das rechte Maß zu finden, nicht zu wenig, nicht zu viel Geld aufzuwenden, kein Subventionsdoping dort zu betreiben, wo man es nicht nachhaltig aufrechterhalten kann, das verlangt dann schon einiges politisches und administratives Können und geht, sagen wir mal, in der Hälfte der Fälle schief. Was sind typische Probleme beim Regieren, die Sie, wenn Sie in absehbarer Zeit mal einen Regierungsposten innehaben, bitte auch in Erinnerung an die heutige Stunde sich vor Augen führen sollten? Problem Nummer eins, es gibt stets ein Missverhältnis zwischen dem Bedarf an Politik und der Verfügbarkeit öffentlicher Problemwahrnehmung. Ich habe Ihnen das am Beispiel des Wagens, der in den Dreck fährt, vorhin geschildert. Nochmal, um ein schmerzliches Beispiel zu nehmen. Dass mit dem Wandel einer Einwanderungsgesellschaft auch Belastungen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und zumindest punktuelle Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit einhergehen. Das wurde im Jahr 2014, im Jahr 2015 von vielen gutwilligen Menschen schlicht in Abrede gestellt. Wenn wir uns als Aufnahmegesellschaft gut verhalten, wird doch keiner sich hier schlecht verhalten. Dankbarkeit wird die Reaktion auf unsere Willkommenskultur sein. Naja, erst als manches schlimmer wurde, entstand die Bereitschaft von Politik, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist nicht auf Migrationspolitik beschränkt, das ist auf sämtlichen Politikfeldern so. Ich gebe noch ein Beispiel. Der Materialzustand der Bundeswehr. Inzwischen muss die Bundeswehr ihre Hubschrauberpiloten an vom ADAC ausgeliehenen Hubschraubern ausbilden, weil die Hubschrauber der Bundeswehr so weit kannibalisiert sind, dass keiner mehr einsatzfähig ist. Naja, jetzt fängt es allmählich an, als Problem erkannt zu werden, freilich auch nicht von allen. Aber das ist typisch für Politik. Deswegen muss ein Minister eigentlich stets vorauseilende Propaganda für Problemlösungsnotwendigkeit in seinem Ministerium machen, von denen die Öffentlichkeit nichts hören will. Das entnervt, macht unpopulär. Und wer will nicht lieber populär als unpopulär sein? Zweites Problem ist das ständige Missverhältnis zwischen der Langfristigkeit von Problemen und der Kurzfristigkeit der Lösungserwartung. Wenn die Öffentlichkeit endlich einmal ein Problem erkannt hat, etwa, dass deutsche Soldaten nicht mehr mit scharfer Munition üben können, weil es dafür nicht genügend gibt, und folglich beim Gefechtsschießen Bum-Bum schreien müssen, wenn das endlich erkannt worden ist, ja, dann soll plötzlich innerhalb von 2 Monaten eine Menge von Munition angeschafft sein und alles laufen. Politische Probleme lassen sich, wenn überhaupt, meistens nur mittelfristig oder gar langfristig lösen. Freistaat Sachsen hat endlich erkannt, dass er zu wenig Lehrer hat. Und jetzt erwarten wir, dass ab nächstem Schuljahr wir wirklich wunderbare neue Lehrer haben, die alles das können, was die altverdienten Lehrer gekonnt haben, obwohl sie Seiteneinsteiger ohne entsprechende Ausbildung sind. Und wehe, das gelingt nicht. Drittes Problem, es gibt stets ein Missverhältnis zwischen den Mitteln, die man bräuchte und die verfügbar sind. Schauen Sie, in der Migrationspolitik hat bei vielen inzwischen die Einsicht gedämmert, dass man Fluchtursachen in den Ländern angehen muss, aus denen die Flucht erfolgt. Etwa das Afrika, das in den nächsten 40 Jahren ungefähr 1 Milliarde mehr Menschen haben wird als jetzt, funktionierende politische und wirtschaftliche Systeme braucht und dass wir deswegen unsere Entwicklungshilfe steigern müssen. Na, jetzt rechnet man mal aus, wie viel man bräuchte, um Afrika von außen her auf die Sprünge zu helfen. Und man erkennt, dafür werden die Mittel nicht ausreichen. Gottlob haben die Chinesen die Mittel und die verleiben Afrika ihrem Reich ein
Und dann sind wir manche afrikanischen Instabilitätsprobleme los und sind dann das nächste Harmonisierungsziel der Freunde aus China. Das vierte Problem in der Politik ist, dass es stets widersprüchliche Expertenmeinungen gibt und dass man von widersprüchlichen Expertenmeinungen taktischen Gebrauch macht. Ich als A-Partei sage zur B-Partei, ihr wisst doch selber nicht, was ihr wollt. Euer großer Experte sowieso sagt das, euer großer Experte sowieso sagt was anderes. Ja, bitteschön. Den wirklichen Experten haben wir und der sagt Folgendes. Das nächste Problem sind die ungeplanten Folgen geplanter Handlungen. Man schließt ein Loch und reißt gleichzeitig ein neues Loch auf. Das ist unvermeidlich. Nur in einer Welt, die es in Bilderbüchern gibt, wäre das nicht so. Schauen Sie, viele Leute stellen sich Politik vor wie Plastilin. So eine Knetmasse, man hat eine Vorstellung, was rauskommen soll, und die knetet man. Und wenn man sich anstrengt, dann geht das auch. Aber die Wirklichkeit funktioniert eher wie ein Biotop. Ein sehr komplexer Regelkreislauf, den man ab und zu nicht einmal versteht, den man zwar leicht kaputt machen kann, den man aber schwer wieder hinbekommt. So muss man über Politik nachdenken. Obendrein gibt es in der Regel ein Missverhältnis zwischen den Erfordernissen der parlamentarischen Mehrheitsbildung oder der Mehrheitsbildung bei den Wahlen und den zielführenden Handlungsmöglichkeiten, was man derzeit bei der Regierungsbildung besichtigen kann. Und zum Schluss gibt es immer wieder Reibungsverluste zwischen einer Politik, die wirklich die Probleme löst, und jenen symbolischen Aktionen, die man machen muss, damit die Leute ein gutes Gefühl haben. Das sind die unabweisbaren Probleme des Regierungshandelns. Und nur wenn man die vor Augen hat, versteht man, dass Politiker ab und zu wirklich arme Schweine sind. Tschüss, bis nächste Woche.